Heyo Leute, Crimex hier, was geht, Gary Faulberger? Herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute spielen wir mal den Sumo-Simulator, Leute. Wir werden heute ein richtig krasser Sumo-Ringer und ihr könnt schon sehen, wir sind aber gerade noch Level 0 und sehen hier komplett, irgendwie noch nicht so krass gefährlich aus, Leute. Wir haben gerade mal ein Beinstärke, ein Armstärke, wiegen 1 Kilo und haben noch keine Wins. Wir werden natürlich immer der krasseste, lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Und jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal trainieren oder so. Challenge your first Sumo, sagt er mir jetzt. Okay, hier erstmal einen Kampf müssen wir anfangen. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Wow, 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 den müssen wir rausdrücken. Wir müssen den rausdrücken. Da ist gerade so ein kleines Skelett hier. Wow, let's go. Okay, den haben wir zum Glück besiegt, Freunde. Das heißt, wir haben jetzt auch schon einen Win. Und jetzt können wir hier zum Essen gehen. Wir müssen jetzt natürlich erstmal was essen, Leute, damit wir, ne, groß und stark werden. Wisst Bescheid. Dum, 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 dum. Schön alles essen. Sehr gut, sehr gut. Train your legs to become stable, okay? Um stabiler zu werden. So, dankeschön, hier 5% mehr Wins. Und jetzt können wir hier Beine trainieren, Leute, ist natürlich auch ganz wichtig. Wir brauchen natürlich hier Stabilität. Als Sumo-Ringer braucht man ja natürlich gutes Beintraining. So, jetzt sagt der Train your arms. Natürlich braucht man auch Kraft in den Armen, um die Leute hier aus dem Ring rauszuwerfen. Leute, aber jetzt gut aufgepasst, denn das ist jetzt eure allerletzte Chance für den iCrimex Adventskalender, Leute. Es sind nur noch 10% auf Lager. Der ist bald ausverkauft. Erster Link in der Videobeschreibung. Wer noch einen haben will, bei jeder Bestellung natürlich eine handsignierte Autogrammkarte mit dabei. Insgesamt 3 extra Videobotschaften, natürlich der komplette Bausatz für die iCrimex Custom Tuning Werkstatt und die Spieleplatte. Das ist der beste Adventskalender, den wir bis jetzt hatten, Freunde. Garantierte Lieferung natürlich vor dem 1. Dezember. Jetzt abchecken, let's go. So, da rennen wir da rüber. Ey, wir sehen ja noch wirklich hier wie so ein kompletter kleiner Kämpfling aus hier. So, zack und bam, bam, bam. Wir müssen auf jeden Fall immer krasser werden. So geht das hier nicht. So geht das hier gar nicht. So schön trainieren. Leute, ich würde sagen, wir werden hier mal wieder ein bisschen Geld investieren, damit das ein bisschen schneller geht, Leute. Was können wir denn machen hier? Doppelte Siege. Das hört sich ja schon mal gut an. Glückstrank. Doppelt Arme, doppelt Masse. Alter, oha. Doppelt Beine. Das hört sich eigentlich alles voll gut an hier. Was brauchen wir denn am besten hier alles? Super Autokampf, doppelte Siege, permanent, Junge. Wir machen das aber mal mit Tränken. So, ja, einmal hier die Tränke kaufen. Ah nee, das hält nur 5 Minuten. Das hält ja nur 5 Minuten, Leute. So, Leute, okay, ich habe jetzt hier mal... Alter, unsere Arme sind ja jetzt schon hier viel breiter, Leute, okay. Hä, wie heftig ist das denn gemacht? Unsere Beine müssen auf jeden Fall auch ein bisschen trainiert werden. Die haben wir ja hier komplett vergessen. Und da kann man sich hier auch noch so eine Pads und sowas kaufen. Wir können das ja einmal hier machen. So, wir holen uns jetzt hier einmal so ein kleines Gummipad. Ich glaube, das ist das günstigste. So, aber wir haben jetzt auf jeden Fall alles mal 2 gekauft. Also gebt wie immer kein Geld für Videospiele aus. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich habe hier natürlich nur mal ein bisschen was investiert, damit das hier ein bisschen schneller geht, Leute. So, was können wir uns noch kaufen? Was ist das hier? Super Autokampf. Macht mich doppelt so schnell beim Klicken. Okay. 500 Robux. Das ist schon teuer, ey. Das kaufen wir uns aber auch mal. Glück und dann Haustier-Pet-Slots. Mhm, okay. Plus 10 Pets. Oh, das ist aber teuer. Das ist aber hier ganz schön teuer, Leute. Das ist aber ganz schön teuer hier. Naja, gut, Leute. Okay, jetzt haben wir schon mal Pad ausgerüstet. Was bringt uns das? Dieses Pad, das bringt uns jetzt, ich weiß gar nicht, was das bringt. Ah, hier, 2,5-fache Geschwindigkeit beim Workout. So, okay. Oh, den Veteran hier, mit dem können wir uns noch nicht anlegen. Wir müssen erstmal hier, ich glaube, mit dem können wir uns anlegen. So, zack, Leute. Okay, der ist auf jeden Fall schon ein bisschen stärker als ich, aber... Boah, oh mein Gott, haben wir den hier rausgeworfen. Raus aus dem Ring. Ich habe meine Beine gut trainiert, ne? Ich habe meine Beine hier gut trainiert. Ich meine, meine Arme, meine Beine müssten wir auf jeden Fall mal noch ein bisschen trainieren. So, dann gehen wir hier mal, zack, und bam, oha, oha, wie schnell das jetzt hier schon geht. Alter, okay. Ich finde das aber auch richtig cool hier bei dem Simulator, weil wirklich umso mehr Stärke man bekommt, desto dicker werden hier natürlich auch die Beine und Arme, ja. Das finde ich ziemlich nice hier. So, ab wie viel können wir hier? 1200 können wir hier rüber. Möchtest du einen Pet-Slot kaufen? Nein, will ich nicht. So, wir holen uns mal noch ein bisschen mehr Gewicht, Leute. Wir sind hier noch ein bisschen schmal hier. Ein bisschen was hier futtern hier. Zack, komm, ess mal was, Junge. So, boah, boah, guck mal, Leute, ihr müsst mal drauf achten, wie wir immer dicker werden jetzt. Ja, damit hier auch mir, aus mir auch mal was wird hier. Geschenk beanspruchen, ja, dankeschön, 5% Arme. So, okay, okay, es sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Hier 700 Kilo, komm, wir gehen mal auf 1000 Kilo hoch. Mal schön auf 1000 Kilo hier hoch mit dem Ding. So, und bam, sehr gut, Leute. Ey, wie sieht denn unsere Körperstatur aus? Leute, ey. Wie sehen wir denn hier aus? Was brauchen wir denn, um in die nächste Welt zu kommen? Besiege den Boss. Ach, den Boss müssen wir dafür besiegen. Okay. Sind das hier die einzigen Haustiere, die wir uns hier kaufen können mit 15 Wins? Ist ja total schlecht. Gibt es hier nicht irgendwelche krasseren Haustiere, die wir uns kaufen können? Naja, es gibt hier auf jeden Fall nicht irgendwelche OP-Haustiere zu kaufen. So, passt auf. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir gehen jetzt hier nochmal ganz kurz in den Shop rein.
kaufen uns jetzt hier mal einen Glückstrank. So, dann haben wir jetzt hoffentlich mehr Glück, wenn wir jetzt hier ein Pet ziehen. So, und verwenden, Leute. Bam, okay, Glückstrank ist aktiviert. Okay, komm, hier Eier öffnen. Eier öffnen, ich hoffe, wir kriegen was Gutes. Ein Goldfisch. Was ist das? Ist das was Gutes? Nee, 19% Chance. So, dann hier nochmal ein Ei öffnen. Komm schon. Wir rüsten jetzt auf jeden Fall mal hier direkt mindestens 3 Pets aus. Und Schieber! Ah, nee, das ist nichts Krasses. Schade. So, am besten ausrüsten. Hä? Ach, lol, man kann nur ein Pet ausrüsten. Lol, oh mein Gott, das ist ja total. Und das andere... Normalerweise ist ja immer, dass man 3 Pets ausrüsten kann. Okay, das ist krass. Komm, wir kaufen uns mal... Wir kaufen uns mal einen erweiterten Pet-Slot, Leute. So, ich glaube, jetzt können wir hier mehrere ausrüsten. So, jetzt können wir hier nämlich 2 ausrüsten. Perfekt, Leute. Jetzt haben wir natürlich einen viel besseren Multiplikator schon mal. Und mit wem legen wir uns hier an? Als nächstes, komm, wir hauen hier nochmal den Schüler weg. Wir hauen hier nochmal schnell den Schüler weg, Leute. So, und raus mit dir. Weg mit dir, Junge. Dann machen wir den hier als nächstes. So, und... Ja, komm, der fliegt jetzt hier auch mal direkt raus mit dir. Weg, Junge. Ich glaube, mit dem Großen können wir uns hier noch nicht so ganz anlegen. Oh, hier nochmal ein bisschen Beinstärke. Aber wir können sie ja mal testen. Automatisch abschlachten hier. Und... Oh, meint ihr, wir schaffen den? Okay, oh mein Gott. Okay, der ist... Leute, der ist eine Nummer zu groß für uns. Nein, 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 nein. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ich will nicht mehr. Oh. Okay, für den müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen krasser werden. Dem können wir uns noch nicht aufnehmen. Oh, aber guck mal, weil wir jetzt hier bessere Pets haben, jetzt kriegen wir hier schon 110 Beinstärke pro Training. Das ist ja schon mal viel besser. Bam, bam, bam. Okay, 2000 Beinstärke. Mhm, okay, okay. So, let's go. Okay, jetzt gehen wir mal noch zu den Armen. Ein bisschen schön Arme trainieren. Muss ja auch sein. Da sind wir ja noch ein bisschen schwach hier unterwegs an den Armen. So, hier schön Armtraining. Aber ihr merkt schon, Leute, wir werden hier langsam... Wir werden hier langsam krasser. Ich glaube nur, wir müssen mehr essen. Guck mal, hier, der sieht hier ein bisschen massiger aus als wir. Wir sind hier, man sieht hier noch voll unsere Knochen. Wir sind noch nicht massig genug hier, um richtiger Profi-Sumo-Ringer zu werden. Komm, wir gehen hier nochmal schön zur Essensstation. Wir gehen hier nochmal schön hier zur Essensstation. Zack, jetzt futtern wir, jetzt futtert ihr hier mal ordentlich was rein, Junge. Jetzt fetzt hier mal richtig das Essen weg. Was gibt's hier? Guck mal hier. Oh, Lachs, Leute. Ich sehe doch, das sind ja, ist doch hier so gebratener Lachs oder sowas. Schön hier fetthaltig einziehen damit. Jawohl, jawohl. So, wir gehen jetzt hier auf 3 Tonnen. Ja, ihr seht schon, wir sehen hier langsam schon nicht mehr so knochig aus, ja. Das wird hier krasser. Aber so muss das natürlich auch sein als vernünftiger Sumo-Ringer. Hm, okay, was brauchen wir für die nächste Stufe? Brauchen wir 5400 für die nächste Stufe. Komm, jetzt futter hier da mal ordentlich einen rein hier. So, weiter geht's. So, bam, wie viel kriegen wir jetzt hier? 200. Wow, okay, let's go. Wir sind schon massiger. Leute, seht ihr das? Wir werden hier schon massiger. Wir werden hier schon massiger, Leute. Wir werden jetzt hier mal richtig dick werden. Richtig schön dick werden wir jetzt hier. So muss das natürlich sein als Sumo-Ringer. Okay, oh, Leute, bei 12.000 können wir auf die nächste Stufe. Dann gibt's hier das richtig dicke Essen hier. Dann essen wir aus so großen Schalen, oder was? 10% Siege, okay, nice. Perfekt, jetzt können wir hier essen. Boah, jetzt hier richtig Massephase, ne? Jetzt ist hier richtig Massephase. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir hier aussehen. Jetzt versuchen wir nochmal den Typen hier wegzukleppen. Und... Boah, Leute, guck mal, den fetzen wir jetzt ja richtig weg hier. Jetzt versuchen wir mal hier den Endboss. Master Sumo. Schaff mal den Master Sumo. Oh, der ist schwer, der ist schwer, der ist schwer, der ist schwer. Da müssen wir ordentlich drücken. Da müssen wir hier richtig ordentlich drücken. Oh mein Gott. Aber wir schaffen ihn, 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 wir schaffen ihn. Ich muss nur genug drücken. Bam. Oh mein Gott. Bah, weg mit dir. So, schön weggefetzt. Und wer ist jetzt hier der Endgegner? Der ist hier der Endgegner, oder was? Der ist natürlich, der wirkt hier schon ein bisschen massiger, Leute. Der ist schon schwierig. Das ist eine schwierige Hausnummer. Ich glaube, da müssen wir nochmal trainieren. You need more wins. Ja, wie viele Wins brauche ich denn? Was steht denn da? Besiege den Boss. Ah, und 10.000 Wins. Boss besiegen und 10.000 Wins. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt nochmal hier schön ein bisschen trainieren gehen. So, zack. Einmal hier nochmal Beine trainieren. Zack, zack, zack. Das muss hier schneller gehen. Das muss hier schnell gehen. Es bringt halt auch nicht viel, uns bessere Pets zu holen. Weil, ja, wir können ja eh nicht so viele ausrüsten. Überleg halt auch gerade, kann man hier irgendwie noch was machen, was ich hier nicht checke? Können wir das irgendwie hier zu Goldpets oder so machen? Ich glaube aber fast nicht. Und wir sehen natürlich hier unsere Gesamtstärke. Unsere Gesamtstärke ist jetzt hier bei fast 23.000. Das ist nicht schlecht. Schon mal ordentlich. Bam, bam. Oh, Leute, guck mal unsere Beine, wie stabil die jetzt hier schon aussehen. Wie stabil jetzt unsere Beine hier schon aussehen. Natürlich, die Kraft kommt aus den Beinen. Ganz wichtig. Wir gehen jetzt mal mit bei Beinen auf
10.000 hoch, würde ich sagen. Und dann machen wir das auch nochmal, gehen wir auch nochmal mit den Armen auf 10.000 hoch, dass wir hier ernst genommen werden. So, sonst können wir es vergessen. Können wir unsere kleinen Ärmchen da, damit können wir nichts gewinnen. Damit werden wir hier nicht Profi. Unseren kleinen Streichholzärmchen da. Jetzt, ihr müsst mal drauf achten, Leute, wie die dicker werden. Das ist so krass gemacht. Jetzt sind die hier so knochig. Jetzt müssen wir gleich mal schauen. Die werden jetzt so langsam und langsam dicker. Nicht mehr knochig. Jetzt können wir jetzt zur nächsten Stufe gehen. Puff. Puff. Komm weg damit. Hau weg das Ding hier. So, nächste Stufe ist bei 12.000. Um Gottes Willen. Oh, okay. Sind irgendwie gefühlt unsere Hände gerade nur dicker geworden. Irgendwie sehen, finde ich, unsere Hände nur dicker aus hier, Leute. So, schön weggefetzt. Okay. Gut, Leute. Wir haben jetzt hier 34.000 Gesamtstärke. Ich glaube, wir können den Boss jetzt hier wegmachen. Ich glaube, wir kriegen den Boss jetzt hier weg. Okay, komm. Let's go. Ja. Boah, komm, der fliegt ja hier direkt raus. Da hast du dich hier mit dem Falsch angelegt. Weg mit dir, Junge. So, und jetzt hauen wir den nochmal weg. Und dann haben wir, glaube ich, genug, um in die nächste Welt zu gehen. So, und raus mit dir. So, perfekt. Super. Ich will nicht nochmal kämpfen. So, jetzt müssten wir hier die nächste Welt freischalten können. Das ist der Boss, den ich hier besiegt habe. Und 10.000 Wins haben wir auch. Let's go! Okay, wir sind jetzt hier im nächsten Sumo-Studio angekommen. Okay, okay, das hier der Small Chef. Der Small Chef, Leute. Was? Aber um hier essen zu können, brauchen wir erst 32 Kilo. Okay, da muss ich, glaube ich, nochmal in die andere Welt, um da erstmal noch ein bisschen krasser zu werden. 32.000 Kilo, 32.000. Okay, die Mindeststufe ist 32.000 hier von an. Aber wir können uns hier wenigstens Pets holen. Dadurch, dass mit den Pets geht das ja dann schneller. Okay, pass auf. Wir werden jetzt mal kurz uns hier ein paar Pets ziehen. So, zack. Autoschlachten hier. Komm, weg mit dir. Wir brauchen ein paar Wins und dann holen wir uns hier krassere Pets. Der hat mich absolut zerstört, Leute. Der hat mich absolut zerstört. Mit wem? Mit dem müssen wir es uns erstmal anlegen hier. Leute, ich werde hier absolut zerfetzt von denen. Ja, das macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Und das war hier der Kleine. Wir müssen nochmal in die andere Welt. Ich kann hier nichts machen. Recommended. Ach so, ey, ich muss auch hier lesen, was da steht. 260.000 Stärke empfohlen. Ey, okay, wir sind ja viel zu noobhaft hier. Das checke ich aber nicht. Wir können jetzt schon gefühlt in die nächste Welt, aber es bringt uns hier noch nichts. So, ich muss erstmal wieder in die Noob-Welt zurück. Aber hier können wir uns, wie gesagt, trotzdem die Pets holen, wenn wir mehr Wins haben. So, da gehen wir jetzt dann einfach hin, hauen mal nochmal kurz hier den Chef weg. 3.000 kostet hier. 3.000 kosten da die Pets. So, guck mal, jetzt können wir uns nämlich direkt schon zweimal hier das bessere Pet holen. Easy, Leute. So, jetzt gehen wir nochmal in die andere Welt. Und dann können wir uns richtig schön krass trainieren. Die sind natürlich auch schmackhaft hier, die 30.000er. Aber egal, wir fangen erstmal klein an. Wir holen uns erstmal hier die 3.000er Pets. Der ist aber wirklich gut gemacht hier, der Simulator. Muss ich wirklich sagen. Ying Yang, okay, das ist jetzt nicht so super selten, aber okay. Und was haben wir jetzt? Nochmal den Ying Yang. Okay. Hey, warum habe ich jetzt 3 Pets draußen? Seit wann kann ich denn hier 3 ausrüsten? Die bringen jetzt dreifach Workout. Ja gut, aber das andere hat auch 3. Hä? Die sind doch viel besser, die Pets, und die bringen das Gleiche. Das check ich nicht. Also tut mir leid, Leute, das check ich aber nicht hier. Na egal, wir gehen uns jetzt nochmal ein bisschen krasser trainieren. Und dann können wir hoffentlich hier gleich die anderen hier wegfetzen. Wobei, Leute, wisst ihr, was ich mache? Ich gebe hier nochmal ein paar Robux aus. Was soll der Geiz, Freunde? Was soll der Geiz? Haben wir schön 500.000. Und jetzt holen wir uns mal direkt hier mal ein paar schöne, gute Pets, Leute, damit das hier mal schneller geht. So, jetzt ist hier mal Schluss mit lustig hier. Jetzt kommen hier die guten Pets. Zack, öffnen. Oh, aber ich habe keinen Glückstrank mehr. Das ist dumm, ich brauche eigentlich Glück, Leute. Der Fox, ja gut, haben wir jetzt hier leider nur den Fox bekommen. Natürlich, Leute, brauchen unbedingt hier den Glückstrank. Was ist das? Was ist das für eine Animation? Oh mein Gott, das muss was super krasses sein. Hydra Pet. Oh mein Gott, wir haben Hydra Pet, Leute. Wir haben Hydra Pet. Oh mein Gott. Plus 11 Workout. Oh mein Gott, das jetzt sind hier endlich mal gute Pets. Komm, eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Jetzt sind hier endlich mal die guten Pets. Ey Leute, wisst ihr, wie krass wir jetzt trainieren? Wisst ihr, wie viel wir da jetzt immer bekommen? Okay, ein Tiger. Tiger ist aber auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht, Leute. Was ich mich jetzt aber frage, wo sind denn meine Pets? Ich sehe die hier gar nicht hinter mir herlaufen. So, jetzt gehen wir nochmal schnell in die andere Welt zurück und jetzt werden wir anfangen zu trainieren. So, hier Beinstärke. Bam! Oh mein Gott! Guck mal, 1500 pro Ding kriegen wir jetzt. Also die besseren Pets lohnen sich auf jeden Fall richtig. So, zack, zack, zack. Leute, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild, ich sag's euch. So, jetzt können wir natürlich auch hier trainieren. Langsam kriegen wir hier richtig massige Beine. So, dann gehen wir uns jetzt hier noch einmal schön ein bisschen Masse anfressen, Leute. Ah, warte, ich brauche mehr Masse. Erstmal hier drüben hin. Ah, 1700?
So, sehr gut, Probiss. Finde ich auch sehr, sehr nice. Oh ja, Leute, so macht das Spaß. Hier schön auf Massephase. Schön den Bauch hier. Jawohl, Junge. Zack, jetzt gehen wir rüber. Gehen wir hier rüber, Leute. Ey, mein Shirt platzt ja hier schon, obwohl ich nicht mal ein Shirt anhab. Oh mein Gott, Leute. Also jetzt geht's hier wirklich richtig ab. So, Armtraining. Armtraining, wo waren wir? Hier, das können wir benutzen. Geht jetzt natürlich auch hier schon mal deutlich schneller. So, da müssen wir auch noch auf mindestens 32.000 kommen. Und ich glaube, dann sind wir ausgestattet für die nächste Welt fürs Erste. Puh. Alter, wie sieht mein Skin aus? Langsam werden wir hier richtig, gehen wir richtig auf Masse hier. Alter, mein Armtraining läuft richtig gut. So, komm, jetzt ab in die nächste Welt. Jetzt drehen wir hier richtig frei. Ja, aber guck mal, wie wir schon aussehen. Wie wir am Anfang angefangen haben und wie wir jetzt aussehen. Also wenn ich den Typen jetzt hier nicht wegfetze, dann weiß ich auch nicht. Oder? Meint ihr, wir schaffen das? Oh, nee, der ist, glaube ich, der ist immer noch eine Nummer zu krass für mich. Ich habe 150.000 Stärke und ich brauche aber 260.000 Stärke. Können wir schon wieder vergessen. Junge, überleg dir das. Oh, Alter, wie krass das jetzt abgeht. Wir kriegen hier 50.000 Gewicht pro Ding. Jetzt gehen wir richtig auf Masse. Jetzt gehen wir hier richtig auf Masse. Leute, jetzt... Guckt euch das an. Alter! Oh mein Gott, wie sehen wir aus? Wir wiegen 1 Million Kilo. Ich trainiere einfach gar nicht. Ich werde nur noch dick jetzt. Ich werde nur noch dick. Guckt euch mal meinen Körper an. Zack. Das ist halt echt so lustig hier bei dem Simulator. Hä? Ich glaube, einmal muss ich hier noch machen. Jetzt aber. Hey, ich habe doch 1,58. Das checke ich hier nicht gerade. Jetzt. Jetzt machen wir schon 150.000 Gewicht hier pro Biss. Ey, Leute, wir werden... Ich nehme einfach nur zu. Ich nehme einfach nur zu. Nächste Stufe. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wir sind auf Masse, Leute. Wir sind auf Masse. Gleich hier. Wir bringen jetzt einmal alles auf 10 Millionen hoch. Wir gehen jetzt hier einmal alles auf 10 Millionen und dann drehen wir hier völlig durch. Und dann drehen wir hier völlig durch. Bei 8 Millionen können wir hier auf die nächste Stufe. Ja, also das sieht jetzt hier schon nicht mehr so ganz gesund aus mit unserem Skin. Komm schon, Leute. Und wie viel machen wir jetzt hier? 230.000 Gewicht hier pro Ding. Ist gut, kann man lassen, Leute. Stabil. Gut, dann machen wir jetzt mal mit den Armen weiter. Jetzt haben wir natürlich Masse. Jetzt müssen wir uns auch noch ein bisschen definieren. Müssen wir hier ein bisschen auch mal das Zeug wieder abtrainieren, würde ich mal behaupten. Ja gut, nächste Stufe. Das hier ist ab 600 irgendwas 1000. Boah, wie sieht der denn da hinten aus? Guck mal, der ist hier der Überboss. Der hat 27 Trillionen Gesamtstärke. Ich bin gerade mal bei 12 Millionen. Aber egal, wir werden auch noch krass. Wir werden hier auch noch krass werden. Meine Beine sehen so richtig dünn aus im Vergleich zu meinem Oberkörper und so. Und zu meinen Armen. Und bei 3,7 können wir wieder rüber zum nächsten. Und... Zack, weiter geht's. Können wir hier schon gegen den Stahlträger schlagen. 150.000 Stärke pro Schlag. Kann man lassen, Leute. Kann man lassen. Leute, warte mal, es gibt hier noch so Massetränke oder sowas. Habe ich das richtig gesehen? Mal 2 Masse. Ich glaube, das habe ich aber auch so schon gekauft. Ey, wie dick sind meine Arme denn jetzt auch bitte? Und meine Beine einfach noch viel zu dünn. Okay, jetzt gehen wir zur finalen Stufe. 230.000, let's go, let's go, let's go. So, perfekt, okay. Arme sind auch auf 10 Millionen. Jetzt müssen wir hier nur noch, also wir sehen jetzt hier schon wie so ein kleines Moppelchen aus, würde ich sagen. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Beine hier ein bisschen verbessern. Und dazu kommen wir jetzt natürlich auch wieder. 280.000 können wir auf die nächste Stufe. Zack, komm, direkt weiter, direkt weiter, direkt weiter. Keine Zeit verlieren, keine Zeit verlieren. Jetzt werden wir hier Masse-Eye-Crymax, Leute. Sumo-Crymax. Also wir sind jetzt schon bei 23 Millionen Gesamtstärke. Ja, wir gehen jetzt schon auf 30 Millionen hoch. Und dann kann uns hier niemand mehr hops nehmen, würde ich mal behaupten. Dann gehen wir da mal direkt ganz schnell durch hier. Durch das Level. So, Training, nächstes Training. Was steht da? Wie viel brauchen wir? 300.000 Wins? Okay, haben wir sowieso. Und man muss den Boss halt fertig machen. Und für den Boss wird 24 Millionen. Und das haben wir. Okay, Leute, ich glaube, wir können jetzt wirklich einmal alle fertig machen. Wir werden jetzt hier gleich einmal alle fertig machen. Dann sind wir hier der neue Sumo-König. Und natürlich können wir an sich die Pets halt noch krasser machen. Wo wir uns auch mal drum kümmern müssten, wäre halt hier Glück kaufen. Und irgendwie kann man sich ja auch kaufen, dass man schneller die Pets öffnet. So, perfekt, Freunde. Ey, wir sind richtig auf Masse. Wir kaufen uns jetzt mal das hier automatisch Dingsen. Automatisch öffnen.
und 3 Eier gleichzeitig. Und ich glaube, das Glück haben wir uns ja eh schon gekauft, oder? So, extra Glücksstufe. Boah, ich habe hier schon wieder so viel Geld ausgegeben. Warum mache ich das denn immer? Warum mache ich das denn immer? So, wir werden jetzt hier einmal jeden Hops nehmen. Jetzt einmal hier jeden Hops nehmen und dann gucken wir uns noch nach besseren Tieren um. So, hier der Kleine, der wird jetzt hier direkt erstmal nach Timbuktu gefeuert. So, weg, Junge. So, hier der Nächste, der nächstgrößere. Der wird jetzt hier auch einmal... So, weg mit dir. Eigentlich müssen wir uns gar nicht hier mit dem Big Chef... Big Chef, was willst du denn hier? Ich bin hier Big Crymax. Weg, the Dude hier. Ich glaube, das ist der Endgegner. Den müssen wir, glaube ich, fertig machen. Der ist, glaube ich, jetzt schon eine Hausnummer hier, aber... Ja, guck mal, auch den weggefetzt. Auch den weggefetzt. Kein Ding für einen King. Guck mal, hier ist auch nochmal so ein, der Endmeister, der Großmeister. Der Großmeister wird hier auch zerstört. Puh. Der muss früher aufstehen. Der muss früher aufstehen. Hier, zack, komm, nächste Welt. Abfahrt, Leute. Oh, oh, jetzt ist hier schon die richtige Königsklasse. Boah, wir kriegen 5 Millionen hier dazu. Oh. Okay, komm mal, was kosten hier die Pets? Was kosten hier die Pets, Leute? Die guten kosten 300.000. Die guten Pets kosten hier 300.000. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Wenn wir davon ein paar holen, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Warte mal, ich fetze mal hier den Chef nochmal ein paar Mal weg. Nee, warte, hier kriegen wir ja nur 15.000, beziehungsweise 30.000. Das bringt mir gar nichts. Den muss ich wegfetzen. Also wir brauchen auf jeden Fall pro Pet, was wir öffnen wollen, 300.000. So, komm, schnell, schnell, schnell. Ich brauche jetzt hier ein Big Baba Pet hier. So, jetzt haben wir 600.000 Wins. Jetzt können wir uns hier zweimal so ein schönes Pet holen. Komm, gönn was Gutes. Gönn was Gutes. Ich habe Glück aktiviert. Nein, Fairy, was ist das? Fairy. Ah, nicht so selten. Okay, komm, nochmal. Jetzt Glück, jetzt Glück. Wieder Fairy, ei, ei, ei. Aber die Fairy, die bringt einen 45er Workout-Multiplikator. Obwohl das nur so Standard ist. Guck mal, wie schnell wir jetzt trainieren. Alter, was? Jetzt kriegen wir hier 9 Millionen pro Ding hier dazu. Okay, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's hier natürlich richtig ab. Jetzt geht's hier natürlich richtig ab. Ey, jetzt würden wir echt voll durchdrehen. Aber Leute, ich würde sagen, das soll's für die heutige Episode gewesen sein. Ich habe übertrieben Bock, diesen Sumo-Simulator weiterzuspielen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon einen zweiten Teil sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.